Hallo again. Unser wievielter Tag ist es heute? Ich weiß schon gar nicht, welcher Wochentag heute ist. Dienstag, ergo vierter Tag. Vierter Tag. Dias numero cuatro. Cuatro. Oh, habla español muy bien. Gracias. Ich weiß zwar auch nicht, was ich gesagt habe, aber du hast auf jeden Fall gesagt, Dankeschön. Ich wollte eigentlich sagen, mein Spanisch ist gut, wird besser. Du sagst, danke, ja. Okay. Morning Routine haben wir euch heute mal erspart. Das war eigentlich wie immer. Gab gutes Frühstück, ich habe ein bisschen Video gemacht, Matamat gekocht. Dann waren wir draußen spazieren, ein bisschen Sonne getankt, Früchte geholt, Pilze geholt, Champignons. Und wir haben uns auch darüber gestritten, ob es eine Gurke oder Zucchini ist. Und ich hatte recht, es war eine Zucchini. Ja, aber die ist viel fester als in Deutschland. Ja, und die ich war hätte schwören können, dass es eine Zucchini ist. Ja, die war gar nicht schlecht auf dem Essen. Weißt du noch, wie es auf Spanisch heißt? Pinedo? Pinedo? Keine Ahnung, was weiß ich. Google Translator regelt. Dann waren wir mit den zwei Kirschel und Günder, waren wir heute Pumpe, im Gym. Was gab es heute? Rücken und Schultern, bei dir gab es? Bei uns gab es Brust, Schulter, Trizeps, also Alibi-Brust. So als Bikini hast du halt zwei Übungen, Brust und der Rest Schulter. Ja, und dann noch Cardio. Love it. Seh dir jetzt. Was haben wir eigentlich dabei? Freshberry. Da ist was zum Nachtrinken. Du bist so eine kranke Sau. Einfach mal kurz Epic Pump zwischendurch snacken. Willst du auch rein? Gönn dir, Schatz. Nee, danke. Workout number two. We're gonna do some back and shoulders today. We got these little bad boys over here. Danach, oh, wir haben heute Rice Cream gemacht für die beiden. Yes. Das kannten sie noch nicht. Die haben auch noch nie Cream of Rice gegessen. Deswegen haben wir gedacht, wir machen heute Double Peanut, 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 Chocolate Chip, Peanut, Chocolate. Also Way from Peak mit Chocolate Chip und Peanut Rice Cream. Das hat ihnen ziemlich gut geschmeckt. Die war aber auch ziemlich geil. Das war aber auch echt geil. Futterung. So this one's for you. Yep, as you do. Good. Ich muss sagen, ich esse am Tag relativ gut. Morgens gibt es Frühstück, Eier und dann gibt es Post-Workout. Ah, morgen haben wir Posing, Online-Posing. Das, und beide gleichzeitig. Mhm. Das ist cool. Ja, Mann. Das ist übelst nice. Jetzt, wo wir in Mexiko sind, können wir quasi am Strand chillen und trotzdem unsere Posing-Classes machen mit den Leuten. Das ist super geil. Mega entspannt. Ja, wir machen es aber morgen von zu Hause aus. Ja, ausnahmsweise. Aber vom Strand ist bestimmt auch cool. Wir haben ja überall WLAN. Safe eine coole Kulisse. Ja. Boah, ja. Geil. Ja, Mann, der, wie heißt der? Arturo. Arturo ist ein Freund von Günder und von Kirschel. Und kommt eigentlich aus den USA. Genau. Hat dort 20 Jahre gelebt. In Vegas. Und dann ist er zurückgekommen und hat ein bisschen erzählt, warum und so. Und der hat uns rumkutschiert. Da sind wir um die Ecke gefahren und da hat er uns an einem Spot rausgelassen. Der war wunderschön. Ich war, glaube ich, in meinem Leben noch an keinem schöneren Strand wie dort. Echt unglaublich, wie freundlich die Leute hier sind, teilweise. Wir wurden jetzt von Arturo hierher gefahren. Und zwar, ich weiß noch nicht genau, wo wir hier sind. Jetzt aber gehen wir an den Strand. Schaut mal. Das Wasser war einfach babyblau, so richtig, richtig schön blau. Weißer Sandstrand, Palmen,
diese komischen karibischen Sonnenschirme da, also mit den, was ist das? Stroh? Stroh oder so. Ihr seht Bilder, beziehungsweise ihr seht die Aufnahmen jetzt. Oh wow, voll schön. Richtig schön. Guck mal, wie blau das Wasser ist. Veggies and chicken. Essen zwar nicht so, aber der Platz ist schon geil. Trockenes Hähnchen und Gemüse. Chicken and Veggies. Aber lohnt sich. Chicken and Veggies? Ja, wenn man an dem Punkt ist, da kann man da auch Chicken and Veggies essen, ist trotzdem geil. Ich glaube, da hätte selbst Alaska Seelachsfilet aus Deutschland geschmeckt. Ah, nee. Obwohl. Fisch ist übrigens auch gut. Ja, den Tilapia habe ich ja gestern gegessen. War gut. Hm? Bisschen wie Hähnchen von der Konsistenz her. Bisschen erfäschter. Ach, genau, was ich sagen wollte vorhin. Ich habe ein Kilo abgenommen. Freut mich für dich. Es sind aber auch die 16.000 Schritte, die wir jeden Tag machen und Fahrrad fahren und was nicht alles. Gestern waren es 21.000 und heute sind es fast 17.000. Geil. Danach waren wir noch in dieser super coolen Straße an der Fifth Avenue mit den ganzen Restaurants und Bars. Das war aber richtig, richtig aufgemotzt. Voll schön. Voll geil. Wir wussten gar nicht, wo wir hingehen sollen, weil alles so cool aussah. Mhm. Haben uns dann für zwei Lokale? Mehrzahl? Ja. Zwei Lokale entschieden, in einem einen Kaffee getrunken und du hast noch ein Smoothie gehabt und sind dann weitergezogen zum Essen. Da gab was, da ist heute ein bisschen außer Plan, was heißt außer Plan, du hast schon nach Plan gegessen, weil dein Coach gesagt hat, du sollst extra Kohlenhydrate essen. Ja, die 50 Gramm, die habe ich dann heute in Form von Tacos gegessen, waren Tacos, oder? Mhm. Ja. Mit Hähnchen und Kaktus. Und Kaktus, ja. Oh, und noch was. Cool, das ist lustig. Wow. Seht ihr jetzt. Wie geil waren die Insekten? Gar nicht geil. Waren sie so schlimm, wie du dachtest, oder geht's so schlimm? Geht so schlimm. Also, als ich das erste Mal draufgebissen habe, habe ich einfach straight wieder ausgespuckt, weil ich mir einfach in dem Moment vorgestellt habe, dass ich gerade eine Heuschrecke in meinem Mund habe. Und das hat mich so angeekelt, dass ich es nicht essen konnte. Und das war sausalzig. Ja, ich hatte nur ein einziges Problem. Ein Wunsch ist nicht in Erfüllung gegangen, weil du die Beine entfernt hast. Ich habe gehofft, dass sie auf die Heuschrecke beißt und so ein Bein zwischen den Zähnen hat. Wie sie dann so in die Kamera lächelt und so ein Bein von dem Insekt in den Zähnen. Das ist super lustig. Was haben wir noch gemacht? So ein bisschen gearbeitet, jetzt viel Posing, viel Coaching. Das ist alles neu halt. Total umstrukturiert. Ich meine, mein Leben ist sowieso schon immer Chaos, aber für sie ist es halt neues Chaos. Chaos. Training und Cardio. Immerhin. Und Essen klappt auch gut. Ja. Ich meine, das ist ja um das, was geht, oder? Ja. Am Ende des Tages. So der Rest. Ja, scheiße. So, in diesem Sinne, adios, amigos. Wie sagt man, buenas noches? Buenas noches. Ah, und was wir noch sagen sollten, liken, abonnieren, viel Liebe. Teilen. Genau, wenn ihr tolle Ideen habt, in die Kommentare schreiben. Daumen hoch. Rabattco. Oh ja, warte mal, wir müssen noch Werbung einfügen. Ich habe Werbung, warte, um Werbung hier zu machen. Ich habe einmal ein Peak-T-Shirt an, dass man das auf jeden Fall sieht. Das ist wichtig. Und Mike 10 ist der Code dazu. Dann haben wir noch Climax, da gibt es auch den Mike 10 Code. Dann gibt es noch Rapware, da gibt es auch den Mike 10 Code. Dann, falls ihr Peptide, Sams und sonstige illegale Sachen aus Polen bestellen wollt, ist der Code Mike 7 von Biolab. Was habe ich noch so im Petro? Koro, aber Koro haben wir leider nicht am Start. Übrigens, ich vermisse die Sachen von Koro. Shit, ja. Das Nussmus, oh mein Gott. Mike ist der Code, genau. Nur einfach Mike. Einfach Mike. Da gibt es dann bestimmt noch irgendwas. Mit dem Code Mike10 kriegt ihr bei der AOK eine bessere Rentenversicherung. So, das war's. Adios. Ciao.